Ein altes Hotel in Chicago soll abgerissen werden, mit ungeahnten Folgen. Eine neue Geschichte von Gruselix, bei der ihr nicht mehr auschecken könnt. Jonas Anderson war ein pragmatischer Mensch. Als Bauingenieur war er gewohnt, Probleme logisch und methodisch anzugehen. Übernatürliche Geschichten oder Gerüchte beeindruckten ihn nicht. Als ihm der Auftrag erteilt wurde, den Abriss eines alten Hotels in der Innenstadt von Chicago zu überwachen, nahm er ihn ohne zu zögern an. Das Gebäude war seit Jahrzehnten leer und es kursierten zahlreiche Geschichten über das mysteriöse Verschwinden der letzten Besitzer. Die meisten Leute in der Stadt sprachen von einem Fluch. Doch Jonas lachte über solche Vorstellungen. Für ihn war es nur ein verfallenes Gebäude, das Platz für ein neues, modernes Bauwerk machen sollte. Am ersten Tag traf er sich mit seinem Team vor Ort. Das Gebäude war ein imposanter Ziegelbau, umgeben von einem hohen, verrosteten Zaun. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt und Graffiti bedeckten die Außenwände. Jonas führte seine Kollegen durch die wichtigen Sicherheitsprotokolle und begann dann mit der Begehung des Gebäudes. Als er die Räume und Stockwerke inspizierte, fiel ihm auf, dass eines der oberen Stockwerke auf den Bauplänen unzugänglich erschien. Es gab eine Tür, die zu einem Korridor führte, der jedoch nirgendwohin zu führen schien. Jonas' Interesse war geweckt. Gegen den Rat seiner Kollegen entschied sich Jonas, den Korridor zu erkunden. Die Tür war alt und schwer, aber er schaffte es, sie aufzustoßen. Ein muffiger Geruch schlug ihm entgegen und die Luft fühlte sich kalt und feucht an. Mit einer Taschenlampe bewaffnet, betrat er den unheimlichen Korridor. Der Gang schien sich endlos zu erstrecken. Die Wände waren mit alten Tapeten bedeckt, die sich an einigen Stellen lösten, und der Boden knarrte unter seinen Schritten. Jonas ging vorsichtig weiter. Doch es dauerte nicht lange, bis er bemerkte, dass sich die Wände zu bewegen schienen. Sie schoben sich näher zusammen und die Temperatur sank merklich. Plötzlich erlosch das Licht über ihm und er war in völlige Dunkelheit gehüllt. Jonas' Herz schlug schneller, doch er behielt die Fassung und zückte seine Taschenlampe. Das schwache Licht schien jedoch vom Dämmerlicht der Umgebung verschluckt zu werden. Er konnte kaum weiter als einen Meter sehen. Je weiter Jonas ging, desto stärker wurde das Gefühl der Beklemmung. Der Korridor war enger und der muffige Geruch intensivierte sich. Er hörte leise Schritte hinter sich, doch als er sich umdrehte, war niemand da. Die Panik begann in ihm zu wachsen. Er beschleunigte seinen Schritt, in der Hoffnung, das Ende des Korridors zu erreichen. Aber der Weg schien endlos. Die Schritte wurden lauter und kamen näher. Jonas begann zu rennen, doch je schneller er lief, desto weiter schien das Ende des Korridors entfernt zu sein. Er stolperte und fiel, wobei seine Taschenlampe aus seiner Hand glitt und zerschmetterte. Nun war er völlig in Dunkelheit gehüllt. Sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren und seine Atmung ging schnell und flach. Unheimliche Schritte drangen an seine Ohren. Sie schienen direkt neben ihm zu sein. Jonas schloss die Augen und hoffte, dass es nur eine Einbildung war. Doch eine eisige Hand griff nach seinem Arm und er schrie vor Angst auf. Plötzlich fand er sich am Anfang des Korridors wieder. Etwas war anders. Die Welt um ihn herum wirkte verzerrt und surreal. Als er zurück zu seinen Kollegen ging, erkannte er, dass sie ihn nicht sehen konnten. Als wäre er unsichtbar. Jonas versuchte, mit ihnen zu sprechen. Aber sie reagierten nicht. Seine Verzweiflung wuchs, als er realisierte, dass er in einer parallelen Dimension gefangen sein musste, in der er weder wahrgenommen noch
noch gehört werden konnte. Verzweifelt kehrte er zum Korridor zurück. Der Gedanke, für immer unsichtbar und ungehört zu bleiben, war unerträglich. Die Schritte begleiteten ihn, als er erneut in die Dunkelheit trat. Der Korridor schien ihn gefangen zu halten, und es gab kein Entkommen. Tag um Tag verbrachte Jonas in der albtraumhaften Dimension. Jede Rückkehr zum Korridor brachte ihn wieder an denselben Ausgangspunkt, und jedes Mal war er wieder gefangen. Die Dunkelheit schien lebendig, als ob sie ihn verspotten und seine Verzweiflung nähren würde. Er versuchte immer und immer wieder, das Gebäude zu verlassen, doch jedes Mal führte ihn der Weg wieder zurück zum Korridor. Es gab einfach kein Entkommen. Die Stimmen und die Schritte wurden zu einem ständigen Begleiter, und die Kälte drang in seine Knochen. Jonas Verstand begann zu zerbrechen. Die Realität verschwamm, und er konnte nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden. Eines Tages hörte er gedämpfte Schreie, und er sah, dass es jetzt Türen im Korridor gab. Türen wie von Hotelzimmern. Die Schreie mussten von dort kommen. Er ging den Korridor entlang und horchte an den Türen, bis er die richtige fand, aus der die Schreie kamen. Sein Atem stockte und er zitterte am ganzen Körper. Die Anspannung war kaum zu ertragen. Langsam griff er nach dem Türknauf, um die Türe zu öffnen. Eigentlich wollte er dies nicht tun, aus Angst, was er dann erblicken könnte. Doch er musste es tun. Er musste einen Weg hinausfinden, und vielleicht war das der Schlüssel. Er spürte das kalte Metall des Knaufs und drehte ihn. Es klickte leise, und er drückte die Tür ein wenig auf. Die Schreie wurden lauter. Als er die Türe weit genug offen hatte, erschrak er, und ihm wurde schwindelig bei diesem Anblick, der sich ihm bot. Eine Frau mit Handschellen an Händen und Füßen auf einem Metalltisch gefesselt, die Augen mit Spreizern offen gehalten. Sie war nackt. Ein Mann mit einem dunklen Gummikittel, wie ihn Schlachter trugen, eine OP-Maske und mit einem Skalpell bewaffnet, beugte sich über sie und flüsterte ihr etwas zu. Sie drehte den Kopf zu Jonas und schrie verzweifelt um Hilfe. Der Mann blickte Jonas ebenfalls an, und man konnte an seinen Augen sehen, dass er lächelte. Kommen Sie doch herein und leisten Sie uns Gesellschaft. Er nahm das Skalpell und machte einen Y-Schnitt, wie ihn Gerichtsmediziner machen, von Brust bis zum Bauch hinunter. Die Frau schrie vor Schmerzen. Jonas war unfähig, sich zu bewegen. Er starrte nur auf die Szene und kämpfte damit, sich nicht zu übergeben. Der Mann im Kittel fuhr mit seiner Arbeit fort, indem er die Haut der Frau auseinanderklappte. Diese war mittlerweile bewusstlos. Er legte das Skalpell weg und nahm eine große Schere, die Jonas an eine Geflügelschere erinnerte, und knipste die Brustknochen durch. Das Knacken brachte dann Jonas dazu, sich doch noch auf den Boden zu übergeben. Das war einfach zu viel. Er wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Speichelfäden hingen an seiner Hand. Jetzt sah er, wie der Frau die Organe entnommen und in einen Eimer geworfen wurden, der neben dem Tisch stand. Sie können sich setzen, Sie sind der Nächste, sagte der Mann im Kittel zu Jonas. Dieser riss die Augen auf und tockelte rückwärts aus dem Zimmer. Als er im Korridor stand, schlug ihm die Tür vor der Nase zu und er hörte den Mann lachen. Dann war mit einem Mal alles still. Jonas stand im Korridor und überlegte, ob er das gerade wirklich erlebt hatte. Wer war dieser Mann? Ein früherer Besitzer des Hotels? Nach unzähligen vergeblichen Versuchen,
aus diesem Albtraum zu entkommen, fand Jonas eines Tages ein altes Tagebuch in einem der Räume, die er systematisch erkundete. Immer wieder hörte er Schreie aus den Räumen, die er dann aber nicht betrat. Das Erlebte hatte ihm gereicht und es sollte sich nicht wiederholen. In einigen Räumen fand er verstörende Dinge, wie eine Kalkgrube, einen Ofen, wie man ihn von Krematorien kennt, Wannen mit seltsamen Verfärbungen und verschiedenen Foltergerätschaften, bei denen man sich nicht vorstellen mochte, was man damit Menschen angetan hatte. Jeder Raum besaß Fliesen am Boden wie an den Wänden, und Abflüsse befanden sich in der Mitte aller Räume. Das Werk eines psychopathischen Sadisten und Mörders. Jonas fragte sich, wer zu so etwas imstande war. Das Tagebuch, das er gefunden hatte, gehörte einem der ursprünglichen Besitzer des Gebäudes. Die Einträge waren chaotisch und schienen von einem wachsenden Wahnsinn zu zeugen. Sie beschrieben eine ähnliche Erfahrung wie die von Jonas. Das Gefühl, gefangen und beobachtet zu sein. Das Flüstern, die Schritte. Der letzte Eintrag des Tagebuchs war eine Warnung. Der Korridor war eine Falle, ein Portal zu einer anderen Dimension, geschaffen von den verzweifelten Seelen, die einst in diesem Gebäude arbeiteten. Sie waren in die Dunkelheit gezogen worden und suchten nach neuen Opfern, um ihren Platz einzunehmen. Jonas begriff die grausame Wahrheit. Er war in einem endlosen Zyklus aus Angst und Dunkelheit geraten. Ein Opfer wie die unzähligen vor ihm. Es gab kein Entkommen, nur die unendliche Wiederholung des Schreckens. Mit dem Wissen um seine aussichtslose Lage fasste Jonas einen letzten verzweifelten Entschluss. Er würde den Korridor nicht noch einmal betreten. Stattdessen nutzte er seine verbliebene Kraft, um das Tagebuch zu verändern. Er fügte eine letzte Warnung hinzu, in der Hoffnung, dass zukünftige Eindringlinge gewarnt würden und sein Schicksal vermeiden könnten. Er schloss das Tagebuch und legte es an einen auffälligen Platz. Dann setzte er sich in eine Ecke des Raumes und wartete. Die Dunkelheit kroch näher, das Flüstern wurde lauter und die eisigen Hände griffen nach ihm. Jonas schloss die Augen und ergab sich seinem Schicksal. Als er die Augen wieder öffnete, fand er sich gefesselt auf einem Metalltisch wieder. Der Mann mit dem Kittel beugte sich über ihn, zog seine OP-Maske etwas herunter und zeigte sein Gesicht. Ein buschiger Schnauzbart zierte es. Er erinnerte Jonas ein wenig an Yosemite Sam. Der Mann flüsterte: Ich werde dich von deinem jämmerlichen Dasein erlösen. Wochen vergingen und das Abrissunternehmen beschloss, einen neuen Ingenieur zu schicken, nachdem Jonas spurlos verschwunden war. Als der neue Ingenieur das Gebäude betrat, stieß er bald auf das Tagebuch. Die Warnungen und die verstörenden Einträge ließen ihn erschaudern. Er entschied sich, den Abriss sofort zu stoppen und die Behörden zu informieren. Das Gebäude wurde versiegelt und die Geschichten von Jonas Verschwinden und den mysteriösen Geschehnissen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Doch tief in den Schatten des Korridors lauerten die verzweifelten Seelen weiterhin, wartend auf den nächsten Neugierigen, der den Fehler begehen würde, den unheilvollen Korridor zu betreten. Denn der Schrecken des endlosen Korridors war nicht gebannt, nur vorübergehend aufgehalten. Niemand schien bemerkt zu haben, dass es sich bei dem Haus um das, mit der Zeit vergessene,
Todeshotel des Henry Howard Holmes handelte, dem ersten dokumentierten Serienkiller der USA.